tun bewegt. Nebst der einladenden Innenstadt bietet es Raum zur Erholung und Freizeitaktivitäten. Ein abwechslungsreicher Veranstaltungskalender zeigt die kulturelle Vielfalt Thuns mit seinen zahlreichen Höhepunkten. Aber auch städtebaulich entwickelt sich Thun weiter. So entstehen neue Quartiere und im Süden, sozusagen als Tor zur Stadt, entsteht das Geschäfts- und Freizeitzentrum Thun Süd mit einem Einkaufszentrum und dem neuen Fußballstadion. Bisher trainierte der FC Thun im Lachenstadion, das aber den Anforderungen der höchsten Liga nicht mehr genügt. Ab Mitte 2011 kann nun der FC Thun in dem modernen Stadion mit 10.000 Besucherplätzen spielen.